So, guten Morgen vom Campingplatz in Harran bei Gronk. Wir fahren jetzt los Richtung Trondheim. Wir sind jetzt wieder im Zeitplan. Ja, also wir steuern jetzt wirklich so langsam aber sicher auf Trondheim zu. Ich denke, in einer Stunde etwa werden wir da sein. Ja, hier ist wieder ein bisschen mehr Zivilisation. Wir hatten sogar zeitweise mal tatsächlich wieder so dreispurige Straßen. Also insgesamt wird ja dann sehr oft auch in Schweden mal aufgeteilt. Mal ist die eine einspurig und die andere Seite zweispurig und dann wieder umgekehrt im Wechsel. Ja, habe ich glaube ich seit Lülleå nicht mehr gesehen. Vielleicht ganz kurz zwischendurch mal, aber ja, mal sehen, wie das so ist gleich. Trondheim, fahren hier mitten durch und bei dem Hotel, wo wir heute unterkommen, wie ich schon erzählt habe, ist leider kein Parkplatz direkt davor, sodass wir uns informiert haben, wir müssen in ein Parkhaus, die natürlich hier sehr teuer sind, aber da haben wir glücklicherweise eins gefunden übers Netz, wo man relativ günstig für, ich glaube, 140 Kronen für 24 Stunden stehen kann, was ja für uns reicht. Da fahren wir jetzt hin. So, da hinten ist unser Hotel. Siebene Etage. So. 750. Hier ist es, Schmidt. Mhm. Ja. So, das ist unser Hotelzimmer für heute Nacht. Bad. Hier werde ich duschen, weil ich wie ein toter Otter inzwischen stinke. Das wird dringend notwendig. Von unserer Unterkunft im Hafenviertel von Trondheim erreicht man alle Sehenswürdigkeiten fußläufig. Wir haben zum Beispiel einen guten Ausblick auf die Insel Munkholmen, die wir gleich besuchen werden. So, und hier haben wir unsere Visit Trondheim-Unterlagen. Guck mal, was da drin ist, Schmidt. Mhm. Ah ja, da sind unsere VIP-Pässe. Zwei Stifte, My Trondheim. Ja. Und der VIP-Pass. Sehr gut. Ja, dann werden wir uns jetzt mal die Sehenswürdigkeiten hier ansehen. Wir fahren jetzt mit dem Boot zur Insel Munkholm. Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Trondheim.
Die Insel Munkholm liegt rund 2 Kilometer von der Stadt Trondheim entfernt. Diese wurde von dem christlichen Wikingerkönig Olaf im Jahre 995 gegründet. Dieser nutzte diese Insel als Hinrichtungsstätte und ließ mit wachsender Begeisterung politische Gegner eliminieren. So erzählt eine Sage davon, dass er den Kopf eines Gegners auf einen Spieß steckte und diesen hier ausstellen ließ. Im Laufe ihrer Geschichte veränderte sich die Bestimmung der Insel. So wurde sie zu einem Gefängnis, zu einer Festung und diente den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg als Luftabwehrort. An diesem idyllischen Ort des Todes trinken die Trondheimer im Sommer Kaffee oder ahlen sich in der Sonne. Das Wetter ist in Trondheim leider etwas bescheiden und trüb, deswegen seht ihr die Statue nicht ganz so gut. Aber hinter mir ist das Denkmal des Stadtgründers, König Olaf, er war derjenige, der den Norwegern das Christentum brachte. Okay, hier gibt es die Kronjuwelen zu sehen und die königlichen Regalien, die Krone, das Reichsschwert und so weiter. Das schauen wir uns jetzt mal an. Okay, Fotos machen durften wir da nicht, müsst ihr euch also nochmal selber angucken. Warum ist eigentlich Trondheim der Ort, wo die Kronjuwelen liegen? Der Grund ist folgender: Trondheim war Krönungsort der norwegischen Könige. Der Zeitraum der Krönungen war die Unionszeit von Schweden und Norwegen, also zwischen 1814 und 1906. Köpfe auf Stangen zu spießen ist übrigens kein Hindernis dafür, heilig gesprochen zu werden. In diesem Dom liegt der heilige Olaf. Genau, der mit den Köpfen begraben. Ja, hier endet auch ein sehr beliebter Pilgerweg. Er hat 5 Anfänge, 4 in Norwegen und einen in Schweden. Ja, eigentlich ist es ja ein bisschen schade, dass die Regalien und die Kronjuwelen in Trondheim liegen. Wenn ich König wäre, würde ich die ja eigentlich gerne mal nutzen wollen, so an hohen Feiertagen und so, mal so schick die Krone aufsetzen und so weiter. Ich meine, heutzutage haben die Könige halt alle Anzüge an. Ja, Sigmar Gabriel hat auch einen Anzug an. Es ist dann halt, ja, schade. So, wir sind für heute erstmal durch mit unserem Rundgang. Wir sehen zwar aus wie die Penner, aber wir kehren jetzt wieder zurück ins Hotel ein und da gibt es abends immer ein Abendessen, das wir jetzt zu uns nehmen werden. Und gleichzeitig versuchen wir, ob wir irgendwie vielleicht ein bisschen das Zelt von gestern Nacht trocknen können. Ja, guten Abend zusammen. Guten Abend. Wir hängen jetzt hier im Hotelzimmer gerade ab, in diesen schicken Frottee-Bademänteln, die einem hier zur Verfügung gestellt werden. Frisch geduscht, am Buffet satt gefressen und ja, jetzt ist die Zeit gekommen, um den Abend und die Folge ausklingen zu lassen und jemanden zu grüßen und das Horn zu erheben. Und wir haben uns ausgesucht für heute das Lieschen Müller, weil richtig wir sie hätten brauchen können auf dieser Reise. Um uns zu sagen, was dort wächst, ist das giftig, macht das rote Flecken am Hintern, wenn man sich damit den Popo abwischt. All diese Dinge haben wir so nicht erfahren und mussten so manchen Pilz links liegen lassen. Richtig. Naja, auch wenn wir momentan sowieso nicht mehr ganz so im Wildnismodus sind, leider. Aber ja, und auch beispielsweise, als wir die Pilze auf dem Campingplatz in der Stadt, dessen der Name ich schon wieder vergessen habe. Haran? Ja, richtig, bei Gronk. Bei Grund gefunden haben, ja, und all solche Dinge. Ja, also auch an dich übrigens danke für Liken und Teilen der Videos und ja, heute
Auf dich. Skål. Auf dich. Ja, so, und morgen geht's weiter nach Bergen. Morgen ist noch mal eine Folge, ein Tag und eine Folge, wo wir den ganzen Tag reisen werden. Fast 700 Kilometer, wenn ich mich nicht irre, bis Bergen und... Wir werden uns bemühen, auch euch noch trotzdem ein paar schöne Plätze dabei zu zeigen. Und 9,5 Stunden Fahrt ohne Pause. Genau, wir werden uns bemühen, trotzdem ein paar schöne Plätze euch zu zeigen. Und ja, es ist so hier mit den langen Strecken, aber bald ist das vorbei. Ich hoffe, ihr bleibt bei uns und ich hoffe, ihr habt mir auch gefallen an Videos. Gerne Kommentare, Anregungen und so weiter. Wir versuchen es einzubauen, wenn es denn geht. Und wir bedanken uns, wünschen einen schönen Abend und bis dann. Bis dann. Ja, eigentlich ist es ja ein bisschen schade, dass hier die Regalien und die Kronjuwelen in Trondheim liegen. Also wenn ich König wäre, würde ich das auch ab und zu mal nutzen wollen. Outtake.